Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem kurzen Tutorial, in dem wir euch heute zeigen möchten, wie wir diesen LED-Bilderrahmen selbst gebaut haben aus einem ganz normalen Bilderrahmen in der Größe A5. Und wir haben dafür eine Collage selbst erstellt mit eigenen Fotos, ja, wie wir das jetzt gebaut haben, mit welchen Materialien und auf welche Art und Weise man das montiert. Das seht ihr hier in diesem Video. Bleibt doch bitte dran und wenn euch das interessiert, dann hinterlasst uns doch gerne irgendwas wie ein Kommi oder ein Däumchen, gerne auch nach oben. Das freut uns natürlich immer. Der Bilderrahmen hat jetzt an sich so um die 25 bis 30 Euro gekostet. Ich müsste das nochmal überschlagen. Ich rechne das nochmal durch und blende euch das nochmal ein. Und genau. Auf welche Art und Weise wir das jetzt gebaut haben, seht ihr jetzt. Dann bleibt doch bitte gerne dran. Abonniert doch gerne auch unseren Kanal und viel Spaß nun beim Zuschauen des Tutorials. Danke, dass ihr da seid. Nun zeigen wir euch hier, wie wir vorgegangen sind, in welcher Reihenfolge wir diese Bilddateien als Collage erstellt haben. Und zwar haben wir zuerst Freunde und Familie gefragt, ob sie uns nicht vielleicht ihre Lieblingsfotos zusenden würden, die wir dann als LED-Bilderrahmen zusammenbasteln. Ja, und dann haben wir das Ganze, diese ganzen Bilder mit der App Komica umgewandelt. Da zeige ich euch aber gleich noch, wie das im Detail funktioniert. Und diese umgewandelten Fotos haben wir dann mit der App GIMP auf dem Computer, das ist ein richtiges professionelles Bildbearbeitungsprogramm, haben wir dann quasi umgewandelt, als Collage zusammengewürfelt. Diese Collage, die wir dann abgespeichert hatten auf unserem Rechner, haben wir dann in einer professionellen Druckerei uns ausgedruckt für ca. 3 Euro mit Mehrwertsteuer. Und es war echt günstig. Und wir haben uns gleich 3 Stück bestellt und ja, ich zeige euch das jetzt aber hier nur an diesen beiden Beispielen, die ich euch hier gerade vorführe. Die eine ist ja schon fertig, die habt ihr nur schon gesehen und die zweite liegt hier auf dem Tisch. Wir haben jetzt mattes Papier genommen und das ist 180 Gramm pro Quadratmeter. Also ein wenig festeres Papier. Um das jetzt transparent zu machen, benutzen wir einmal solche kleinen Schminkschwämme sind das, die kriegt ihr in jedem Discounter für 1-2 Euro oder so. Schön feinporig und daher super geeignet, um das sanft aufzureiben quasi. Des Weiteren empfiehlt es sich, ein Öl zu benutzen dafür, was rückstandslos ist. Das heißt, dass es sich auch nicht verfärbt, sondern dass es klar bleibt, auch wenn es aushärtet oder trocknet. Und dafür benutzen wir hier von der Firma Bübchen so ein Pflegeöl. Das ist sehr gut geeignet dafür, denn es enthält keine gelben Öle, sondern es ist quasi klarflüssig. Ja, und ich zeige euch das jetzt einmal ganz kurz, nur einmal zur Demonstration. Und zwar tunken wir das hier in die Schale, den Schwamm, tragen das leicht auf. Es ist dabei aber wichtig, dass ihr euch auf der Oberfläche, auf der ihr es macht, zum Beispiel hier, wie wir jetzt hier einen Tisch. Wir haben uns jetzt hier Zeitung einfach untergelegt als Unterlage, nicht dass ihr euch die ganze Bude voll schmiert. Einfach damit es ordentlich ist und ja. Genau, also nun wird das hier großflächig aufgetragen. Das machen wir in mehreren Schichten. Und man kann dann hinterher sehen, an welchen Stellen es noch nachgebessert werden muss. Und das kann bis zu 1-2 Tage dauern, bis das nachher richtig trocknet. Und das zeige ich euch jetzt aber nicht, sondern ich wollte es euch jetzt nur einmal ganz kurz demonstrieren, wie wir das hier auftragen. Und genau, also so wird das nachher hier aufgeschmiert und natürlich auch von beiden Seiten. Das heißt, wenn man das jetzt hier auf der einen Fläche schon mal macht, dann empfiehlt es sich, dass ein Moment austrocknen zu lassen, beziehungsweise das Papier sich vollsaugen und einziehen zu lassen und dann hinterher das Ganze umzudrehen. Hi Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie man mit der Komica App Fotos umwandeln kann in schicke Bilddateien und wie wir das
zur Verwendung von unserem LED-Bilderrahmen zur Collage benutzt haben. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar ladet ihr diese Comica-App, die ihr hier auf dem Bildschirm seht, aus dem Play Store herunter. Dann habt ihr die Wahl dazwischen für 1,39 die Werbung wegzuklicken quasi, also indem ihr 1,39 mit PayPal bezahlt an den App-Betreiber. Verhindert ihr, dass weiter Werbung kommt. Das müsst ihr aber nicht machen. Ich habe es eine Zeit lang auch ohne diese Funktion geschafft. Aber irgendwann ging mir die Werbung so tierisch auf den Sack, dass ich das dann doch gemacht habe. Und für 1,99 extra bekommt ihr die Zusatzfunktion. Ich glaube, die braucht ihr auch, weil ansonsten diese Funktion, die ich euch jetzt zeige, nicht möglich ist. So, dann öffnet ihr die App, wenn ihr die runtergeladen habt. Und dann geht ihr in eure Galerie hier oben. Und da könnt ihr dann alle eure Fotos ansehen. Ich habe jetzt hier einfach mal berühmte Fotos genommen von Leuten, von Persönlichkeiten, die man kennt. Hier zum Beispiel nehme ich mal Mutter Teresa zusammen mit Prinzessin Diana. So, und dann habt ihr hier unten an der unteren Leiste, seht ihr ja, dass ich hier gerade die ganzen Funktionen durchscrolle. Und ich nehme jetzt mal die Funktion Money, weil mir die sehr gut gefällt. Und hier seht ihr, dass die Bilddatei dann in so Striche und Punkte in Schwarz-Weiß umgewandelt wird, so wie ein Geldschein. So, das wollen wir jetzt mal nehmen. Das wird dann gesichert hier oben auf Save. Somit wird das dann in der Galerie gespeichert. So, und dann kann man jetzt hier wieder rausgehen. Ich nehme mal noch das Monster-High-Bild. Kennt ihr ja bestimmt Monster-High von euren Kindern eventuell oder vielleicht selbst aus der Schule oder aus dem Kindergarten oder von Freunden. So, und dann nehme ich hier wieder Money. So, das sieht richtig cool aus. Und jetzt gibt es hier noch die Einstellungsmöglichkeiten hier auf dieser Menüpunktleiste könnt ihr noch sowohl die Beleuchtung, Helligkeit, hier, ich switche mal rüber, könnt ihr die Helligkeit einstellen. Also die Bilder, wenn die jetzt umgewandelt werden, dann haben die immer quasi die mittlere Einstellung. Und da kann man aber gucken, ob man nicht vielleicht mit bestimmten Feinheiten, indem man Helligkeit oder Dunkelheit oder Kontraste ein bisschen verstellt, noch ein bisschen optimieren kann vom Bild. Aber ich würde das einfach so mit den Grundeinstellungen lassen, weil das eigentlich immer ganz gut ist. So. Und dann wieder sichern und dann wieder zurück hier oben. So. Und dann kann man jetzt hier auf Multi zum Beispiel hier einmal auswählen. Hier kann man sich bestimmte Fotos aussuchen. Das zum Beispiel. Dann so. Wieder auf Dann auswählen, Häkchen setzen und wieder zurück. Ich mache das jetzt einfach mal noch zum Beispiel mit dem coolen Foto hier von Elvis Presley. Das wird auch umgewandelt. Auch wieder hier unten hinscrollen bis zu Money. Dann nehmen wir Money. So. Jetzt würde ich hier nochmal in die Feinjustierung gehen, weil es könnte noch ein bisschen kontrastreicher sein, das Bild. Mit dem weißen Hintergrund ist es dann doch eher ein bisschen zu milde gestaltet. So, so gefällt mir das. Jetzt wieder auf Save, auf Media. Dann nehmen wir mal hier noch die Sesamstraße, das gefällt mir auch ganz gut. Seht ihr, und jetzt wird das sogar schon komplett so umgewandelt, weil ich das jetzt schon quasi auf die anderen Bilder angewandt habe, wird das jetzt angepasst. Das heißt automatisch angewandt, der Filter. Für den Rest der Fotos. Das ist eine ganz coole Funktion.
so gefällt mir das ganz gut. Save, so, wieder auf All Media. Was könnten wir denn da nochmal nehmen? Ja, meine privaten Fotos mal lieber nicht. Ja, mir gefällt ja hier das Garfield-Bild ganz gut. So. Und schwupps auf Häkchen und Save. So, dann haben wir es. Und jetzt kann ich hier, könnte ich das theoretisch teilen oder auch erstmal speichern. Ich habe jetzt hier unten die Wahl zwischen auf der Galerie speichern, in der Kamera oder als Video. Und ich speichere das jetzt natürlich erstmal in der Galerie. Gehe hier auf den Pfeil. So, jetzt zeigt er mir an, er hat das gespeichert. Wir haben das hier auch schon mal vorbereitet. So sieht das nachher im Endeffekt aus. Genau, wir haben jetzt hier allerdings auch noch die Rückwand drin. Die Rückwand muss natürlich nachher raus, wenn wir das LED montieren. Und wie wir das jetzt machen, das zeige ich euch jetzt auch noch kurz. Hierzu werden einfach diese Metallhalterungen, die an der Rückseite dran sind, weggeklickt. Und dann kann man die Rückseite einfach rausnehmen. Die Pappe. So, jetzt empfiehlt es sich auf jeden Fall, die ganze Scheibe einmal von beiden Seiten zu putzen. Das heißt, zum Beispiel mit dem Glasreiniger oder mit ein bisschen Essigwasser so zu rubbeln und glatt zu polieren, dass es streifenfrei wird und keine Rückstände oder Staub oder Flusen oder irgendwas an Dreck da noch dazwischen kommt. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Band hier einfach abziehe, denn das ist jetzt selbstklebendes LED-Band, wo wir aber, denke ich mal, noch ein bisschen nachhelfen müssen, da das selbstklebende nicht so richtig stark haftet leider. Die Schicht ist leider ein bisschen alt schon und von daher nicht unbedingt zu empfehlen, nur das zu verwenden. Aber ich werde euch jetzt einmal zeigen, wie wir das hier montieren. Und zwar empfiehlt es sich, die Montage in eine Ecke zu beginnen und dann einfach, oh, das hält ja überhaupt nicht, meine Güte. Ja, okay, alles klar, da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachkleben. Wichtig hier für die Montage des LED-Bandes ist unter anderem, dass die Unterlage, auf der der Bilderrahmen dann liegt, eben ist, das heißt, dass er in der Waage ist und dass er dann auch ruhig liegt und nicht unbedingt hin und her wackelt. So, und jetzt kann man für die Montage des LED-Bandes einfach Bücher benutzen, die man dann in die Ecken hineindrücken kann und die sozusagen das dann fixieren, weil sie dann nicht verrutschen. Und so kann man dann das LED-Band leichter ankleben, zum Beispiel mit Bastelkleber oder auch mit Sekundenkleber. Wir bemühen uns, alle Materialien zu verlinken, die wir dafür benötigt haben. Das findet ihr alles in der Infobox unter dem Video. Und wir haben jetzt hier einen LED-Rahmen, also einen Bilderrahmen, verwendet, den wir bestellt haben, in dreifacher Ausführung. Und der bietet die Möglichkeit, dass man dahinter ganz bequem noch ein LED-Band montieren kann. Wir haben unter anderem auch solche Verteiler bei eBay bestellt. Das sind quasi Y-Verteiler für LED-Bänder. Die haben quasi unten einen normalen Stecker, der an den Netzstecker adaptiert wird und oben eine Gabelung mit zwei. Man könnte theoretisch auch drei nehmen, aber wir wollen jetzt natürlich hier an der Wand drei Stück nebeneinander platzieren.
1, 2 und 3. Und dafür haben wir jetzt quasi mehrere von diesen Y-Verteilern mit zwei Gabelungen bestellt, damit wir quasi an jeder Gabelung noch einen wieder anschließen können und das und so weiter. Genau, und hier zeige ich euch nochmal, wie wir das jetzt hier mit den Büchern gemacht haben. Und zwar habe ich hier ganz einfach das LED-Band, also erstmal von dem LED-Band das Papier abgezogen, dann das platziert hier am inneren Rahmen, so dass das, dass die Leuchten an die Innenseite des Bildes zeigen und das Ganze dann mit Büchern platziert. Das heißt, ich habe die Bücher hingelegt, um damit das beschwert wird, das Ganze, und das Ganze dann noch mit Bastelkleber fixiert. Man kann genauso gut auch Montagekleber zum Beispiel verwenden oder auch Sekundenkleber. Das Netzteil, was wir verwenden, hat 60 Watt und das braucht man auch, denn wenn man mehrere LED-Bänder damit anschließt, dann muss ja die Leistung dafür höher sein und man könnte natürlich auch ein kleineres nehmen, aber das wäre dann nur geeignet, um zum Beispiel nur eine LED zu benutzen. Und für mehrere bräuchte man dann halt so eine höhere Leistung, wie zum Beispiel das mit 60 Watt. Ja, wir möchten uns an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freuen uns natürlich, wenn wir uns bei weiteren Videos auch im kommenden Jahr noch weiter wiedersehen werden. Und ja, wir freuen uns auf weitere Projekte, die wir auch noch mit unserem Garten, unter anderem auch noch mit einem Monsieur Cuisine, den wir uns gerade bei Lidl bestellt haben, den wir auch schon mehrfach ausprobiert haben und schwer begeistert sind von dieser Möglichkeit, auf ganz einfache Art und Weise Rezepte zuzubereiten. Ja, wenn ihr da auch vielleicht noch Bedarf habt, dann wünscht euch doch gerne Rezepte, die wir gerne für euch ausprobieren sollen. Und ich denke, wir werden dann das eine oder andere auch mal nachkochen bei Gelegenheit. Und ja, an dieser Stelle möchten wir das Video nun beenden, denn wir möchten eure Geduld nicht überstrapazieren. Und wir sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bye bye. Ihr seht ja hier, das sieht auf jeden Fall top aus und ist total einfach nachzubauen. Wie das Ganze funktioniert, haben wir euch jetzt gezeigt und von daher, ja, danke für euer Zuschauen. Tschüssi! Oh Mann, ey. Ob ich hier jemals das Video fertig bekomme? Schatzi ist schon wieder auf Toilette. Es war Pulle. Ja, na toll. Und ich muss das jetzt hier an die hinterste Stelle des Videos als Outtake anklipsen. Das kann man ja so keinem zeigen.